Hallo zusammen! Ingvar und Maria sind Landwirte und Hirten, die auf ihrem Hof in Island leben und jede Herausforderung des rauen nördlichen Klimas mit Leichtigkeit meistern. Das Einzige, was sie nicht schaffen, ist, Kinder zu bekommen, und ihre zahlreichen Versuche dazu endeten in einer Tragödie. Dann geschieht an Weihnachten ein Wunder im Stall. Das Paar bekommt das Geschenk Gottes, auf das sie so lange gewartet haben. Die Eltern stören sich nicht daran, dass ihr Kind nicht ganz menschlich aussieht, aber später wird ihnen klar, dass sie einen schrecklichen Fehler gemacht haben. Island, Weihnachtsnacht. In einem Bergtal bahnt sich jemand seinen Weg durch einen heftigen Schneesturm. Die Pferde fliehen vor einer geheimnisvollen Gestalt, die den Stall betritt. Die unerwartete Ankunft erschreckt die Schafe und lässt sie unruhig werden. Ein Schaf tritt mutig vor. Später folgen die Schafe dem geheimnisvollen Besucher, als er den Hof verlässt, nachdem er einen Blick ins Haus geworfen hat. Ingvar und Maria feiern zusammen Weihnachten. Das Ehepaar führt ein ruhiges Leben in der Landwirtschaft und Schafzucht. Ihr Haus ist weit weg von der Zivilisation und niemand stört sie hier. Da das Paar keine Kinder hat, widmen sie ihre ganze Liebe und Aufmerksamkeit den Tieren. Gemeinsam mit ihrem Mann hilft Maria den Schafen bei der Geburt. Sie ist glücklich und traurig zugleich, wenn sie sich daran erinnert, dass sie selbst keine Mutter werden könnte. Die Bauern kümmern sich gut um die Tiere und jedes Jahr wächst die Zahl der Schafe in der Herde weiter. Eines Tages, als die Bauern über ihre Probleme mit einem alten Traktor diskutieren, erregt ein verzweifeltes Bellen aus dem Stall ihre Aufmerksamkeit. Als sie nachsehen wollen, was los ist, stellen sie fest, dass eines der Schafe gerade ein Lamm zur Welt bringt. Schnell machen sich die Bauern an die Arbeit und helfen dem Schaf bei der Geburt des Lammes. Zu ihrem Erstaunen handelt es sich bei dem Neugeborenen um ein kleines Mädchen mit einem menschlichen Körper und dem Kopf und einem Arm eines Schafes. Ohne ein Wort zu sagen, nimmt Maria das Tier mit ins Haus, wo sie es mit der Flasche füttert. Ingvar hat nichts dagegen und so beginnt Maria, sich um das Tier zu kümmern, als wäre es ihre Tochter. Sie geben ihr den Namen Ada und Ingvar holt ein Kinderbett aus dem Stall, das er in das Schlafzimmer des Hauses stellt. Währenddessen versteht das Schaf, das Ada geboren hat, nicht, wo ihr Lamm ist und blökt weiter, während sie es immer wieder ruft. Ingvar ist gerührt, als er sieht, wie glücklich Maria es macht, sich um das Baby zu kümmern. Später kann er die Tränen nicht zurückhalten. Er geht allein mit seinen Gefühlen um, seine Frau nicht zu verärgern. Außerdem möchte er lieber an eine schöne Lüge glauben, als an die bittere Wahrheit. Während Ingvar den Traktor repariert, bellt der Hund, um seine und Marias Aufmerksamkeit zu erregen, und sie sehen das Schaf, das Ada geboren hat. Es ist zu ihrem Haus gekommen und blökt ununterbrochen, weil es die Anwesenheit seiner Tochter im Haus spürt. Das Schaf kommt immer wieder zurück, trotz aller Versuche Marias, es zu verscheuchen, sehr zu Marias Frustration. Eines Morgens, während Maria mit dem Traktor auf dem Feld fährt, bleibt Ingvar mit Ada zu Hause. Der Mann bringt das Baby ins Bett und macht sich an die Arbeit. Doch als die Eltern nach Hause kommen, können sie das Mädchen in keinem der Zimmer finden. Eilig verlassen sie das Haus und trennen sich, um im Tal nach ihr zu suchen. Die Suche wird durch den Nebel behindert und die Eltern beginnen, das Schlimmste zu vermuten. Vor lauter Sorge hören sie plötzlich ein Blöken und finden Ada unbekleidet auf dem Feld an der Seite ihrer leiblichen Mutter. Ingvar wickelt seine schlafende Tochter in seine Jacke, um sie warm zu halten, und zusammen mit Maria tragen sie Ada nach Hause. Das Schaf rennt ihnen nach, blökt und hofft, das Kind zurückzubekommen. Farde! Zu Hause angekommen, bringen die Bauern Ada ins Bett und betrachten ihre Adoptivtochter mit großer Zuneigung, da sie ihr sehr ans Herz gewachsen ist. Es ist einige Zeit vergangen, Ada ist sehr gewachsen und Maria hat ihre Tochter sehr lieb gewonnen. Sie geht gern mit ihr spazieren und hat sogar einen Kranz aus Löwenzahn für Ada gemacht. Zu dieser Zeit wirft eine Gruppe von Leuten auf der Straße zum Hof einen Passagier aus dem Auto und fährt davon, wobei sie ihn mitten im Tal zurücklassen. Der bärtige Mann beginnt, auf das Haus von Ingvar und Maria zuzugehen. In dieser Nacht hat Maria einen Albtraum von Schafen, die ihr Ada wegnehmen wollen. Als sie vor ihrem Mann aufwacht, hört sie wieder das vertraute Blöken vor dem Fenster. Sie nimmt das Gewehr und sperrt den Hund ein, bevor sie in den strömenden Regen hinausgeht. Maria richtet das Gewehr auf das wehrlose Tier und tötet Adas Mutter. Sie trägt den Kadaver aus dem Haus und vergräbt ihn in der Erde. Der bärtige Mann sieht, was sie getan hat, bleibt aber im Verborgenen, während sie das Haus betritt und das Blut und die Erde gründlich abwäscht. Der ungebetene Gast verbringt den Rest des Vormittags im Stall auf der Couch und wacht auf, als Ada in einer Jacke vor ihm steht.
Er traut seinen Augen nicht und denkt, dass er noch träumt. Bald darauf begrüßen die Hofbesitzer freudig Pieter, Ingvars Bruder, der schon mehrmals in ihrem Haus Zuflucht gesucht hat. Beim Frühstück ist er sehr überrascht, als sich ein neues Familienmitglied an den Tisch setzt. Pieter ist sprachlos und braucht lange, um Ada zu akzeptieren. Als er sieht, wie Maria mit ihrer Tochter im Badezimmer spielt, fragt er seinen Bruder, was in ihrem Haus vor sich geht, worauf Ingvar schlicht antwortet: Hamingen. Trotz Pieters Haltung versuchen Ingvar und Maria, ihn als Teil ihrer Familie aufzunehmen, in der Hoffnung, dass er ihre Freude teilt. Pieter ist darauf völlig unvorbereitet, aber da sein Bruder ihm erlaubt, in seinem Haus zu leben, willigt er ein, sich zumindest nicht einzumischen. Maria ist etwas beunruhigt über den Besuch von Pieter. Normalerweise kommt er immer dann, wenn er sich vor Leuten verstecken muss, denen er Geld schuldet. Anscheinend ist das diesmal keine Ausnahme, was bedeutet, dass Pieter für längere Zeit auf dem Hof bleiben wird. Ingvar macht das nichts aus und außerdem kann es nie schaden, zusätzliche Hilfe zu haben. Am nächsten Morgen hilft Pieter ihnen beim Kartoffelpflanzen. Ada geht derweil am Bach spazieren und der Hund beobachtet sie. Als Ingvar geht, um seine Tochter zu holen, bleibt Pieter mit Maria allein und versucht, sie zu verführen. Er erinnert sich, dass er die Frau gestern im Badezimmer gesehen hat. Maria weist seine Annäherungsversuche zurück, woraufhin der Mann sein Versprechen gegenüber seinem Bruder bricht und eine abfällige Bemerkung darüber macht, dass sie mit einem Tier Haus spielen. Am nächsten Morgen weckt Ingvar seinen Bruder und bittet ihn, ihnen beim Putzen der Scheune zu helfen. Während der Arbeit findet Pieter aufgeregt sein altes Schlagzeug und beginnt zu spielen. Ada wird von den Klängen angezogen und beginnt zu tanzen, aber als Pieter sie sieht, hört er auf zu spielen und füttert sie später spöttisch mit Gras wie ein Schaf. Ingvar sieht das und wird sehr wütend auf Pieter. Er nimmt ihm seine Tochter weg, während sein Bruder wiederholt, dass das alles falsch ist. Ingvar, der Kebab, nicht der Tier. Pieter kann nicht akzeptieren, was passiert ist. Und eines Morgens nimmt er Ada mit auf einen Spaziergang. Ingvar und Maria sind noch nicht wach und haben keine Ahnung, was Pieter vorhat. Der Mann lädt das Gewehr und richtet es auf Ada. Das Kind versucht nicht wegzulaufen oder sich zu wehren und Pieter bringt es nicht übers Herz, sie zu erschießen. Maria wacht auf und findet ihre Tochter friedlich schlafend in den Armen ihres Onkels. Maria besucht den Friedhof, auf dem ihr Mann und sie ihre Kinder begraben haben, die nicht überlebt haben. Unter den Gräbern befindet sich ein Kreuz mit dem Namen Ada, das die Ruhestätte einer ihrer Töchter markiert, die früh gestorben ist. Ingvar liest Ada ein Märchen vor und erinnert sich daran, wie er das früher für seine inzwischen verstorbene Tochter getan hat. An dem Tag, an dem sie starb, ging er mit seinem Hund im Tal auf die Suche nach ihr. Seine Frau tröstet ihn, indem sie seinen Kummer teilt. Pieter und Ada haben sich angefreundet und verbringen nun oft Zeit miteinander. Eines Tages fahren sie mit dem Traktor aufs Feld, um zum See zu fahren und zu angeln. Im Boot erzählt der Onkel seiner Nichte Gedichte aus seiner Kindheit. Ingvar und Maria haben jetzt mehr Möglichkeiten, ihre Zeit allein zu genießen, und sie nutzen sie gerne. Auf dem Rückweg bleibt der Traktor mitten auf der Straße liegen und Pieter muss ihn stehen lassen. Er bringt Ada nach Hause und ärgert sich, als Ingvar seinen Bruder darauf hinweist, dass er das Öl hätte überprüfen müssen. Der bereits beschwipste Bauer lädt Pieter zum Abendessen ein. Nach dem Essen trinkt die Familie weiter Bier und sieht sich ein Handballspiel an. Sie feuern die Nationalmannschaft lautstark an, aber die Mannschaft verliert und das aggressive Geschrei der Erwachsenen macht Ada Angst. Maria beschließt, die Männer aufzumuntern und schaltet ein Musikvideo von Pieters Band aus seiner Jugendzeit an. Alle beginnen zu singen und zu tanzen. Aber Ada rennt aus dem Haus auf die Straße und bemerkt eine geheimnisvolle Gestalt. Der Hund rennt auf den Fremden zu und das Mädchen erschrickt und rennt zurück ins Haus. Sie betrachtet ihr Spiegelbild im Flur und prüft sorgfältig ihre Gesichtszüge. Nachdem Ingvar zu viel getrunken hat, kann er sich nicht mehr aufrecht halten und Pieter hilft ihm ins Bett. Ada liegt neben ihrem Vater, immer noch verstört von dem, was sie vorhin gesehen hat, aber sie kann mit niemandem darüber sprechen. Zu diesem Zeitpunkt kehrt Pieter zu Maria zurück und macht ihr erneut Avancen. Die Frau bittet ihn, den Abend nicht zu ruinieren, und wieder weist sie ihn ab. Pieter ist darüber sehr unglücklich und beschließt, seinen Trumpf auszuspielen. Maria hat nicht damit gerechnet, dass Pieter weiß, was sie getan hat. Die Erpressung funktioniert. Und sie nimmt Pieter zur Seite, um ihm zu geben, was er will. Aber sobald der Schurke seine Deckung verliert, stößt Maria ihn in einen Lagerraum und sperrt ihn dort ein, ohne ihn ausreden zu lassen.
Um seine Schreie zu unterdrücken, setzt sich die Frau an das Klavier und beginnt laut zu spielen, bis Pieter sich beruhigt. Am nächsten Morgen weckt Maria den lästigen Gast und fordert ihn auf, zu ihr ins Auto zu steigen. Sie will, dass er den Hof für immer verlässt und bringt ihn zur Bushaltestelle. Der Mann nimmt das Angebot an und bereut, sich so verhalten zu haben. Als der Bus ankommt, gibt Maria Pieter etwas Geld und umarmt ihn zum Abschied. Währenddessen wacht Ingvar auf und kann sich nicht erklären, wo seine Frau und sein Bruder geblieben sind. Er hat Hunger, also hilft Ada ihrem Vater, den Tisch zu decken, und sie frühstücken gemeinsam. Danach verlassen sie das Haus, um sich um den Traktor zu kümmern, den Pieter auf der Straße zurückgelassen hat. Ingvar bringt Ada Navigationskenntnisse bei. Um nach Hause zu kommen, müssen sie den Gipfeln der Berge den Rücken zuwenden. Und wenn es neblig ist, muss man auf das Rauschen des Flusses hören, der von den Berggipfeln herunterfließt. Ingvar scheint den Traktor nicht reparieren zu können, und nachdem er herausgefunden hat, dass das Problem komplexer ist als nur ein Ölwechsel, beschließt er, seine Bemühungen aufzugeben und die Fischernetze zu überprüfen. Als er und Ada sich auf den Weg zum Fluss machen, stoßen sie auf die Leiche ihres geliebten Hundes, der seit der Nacht zuvor verschwunden ist. Zu diesem Zeitpunkt ist Maria bereits nach Hause zurückgekehrt. Sie freut sich darauf, ihre Lieben zu sehen, und ruft nach ihnen, aber statt einer Antwort hört sie einen entfernten Schuss. Sie eilt auf das Geräusch zu. Sie kommt nicht rechtzeitig, um zu sehen, wie der geheimnisvolle Fremde, derselbe, der den Hof an Weihnachten besucht hat, mehrmals auf Ingvar schießt. Adas leiblicher Vater, ein bedrohlicher Mann mit einem Widderkopf, nimmt seine Tochter, die den sterbenden Ingvar umarmt hat, mit. Ingvar versucht, Adas Hand festzuhalten, aber er ist zu schwach und kann nur noch zusehen, wie Ada ihm entrissen wird. Sie weint bitterlich um den Mann, der ihr die ganze Zeit ein Vater war, geht aber trotzdem mit dem Wesen fort, das sie gezeugt hat. Ein letztes Mal schaut sie zu Ingvar zurück und verabschiedet sich für immer von ihm. Maria rennt in die Berge und findet ihren sterbenden Mann. Die Frau versteht nicht, was passiert ist, und wird nun nie die Antwort erfahren. Ingvar stirbt in ihren Armen. Maria schluchzt in völliger Verzweiflung. Über Nacht hat sie alles verloren, was sie sich über Jahre hinweg aufgebaut hat. Sie bleibt allein in der Stille der Berge zurück, schließt die Augen und atmet die frostige Luft ein. Wie immer könnt ihr den Filmnamen in der Beschreibung nachlesen. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr denkt, was die Botschaft der Geschichte ist. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und den Gefällt-mir-Button zu drücken, um noch mehr coole Zusammenfassungen zu sehen.